wenn wir unseren zukünftigen Generationen auch noch Ressourcen überlassen wollen, damit sie eine Wohlfahrt haben können, müssen wir innovativere Technologien finden, um mit weniger Ressourcen die gleichen Resultate zu erzielen. Ein gutes Beispiel ist die Wiedergewinnung von seltenen Metallen aus dem Müll. Bis anhin wurde der Müll verbrannt, die Asche entsorgt, am bestenfalls noch als Altlast entsorgt. Wir haben nun gemeinsam mit der Abfallindustrie ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, aus der Filterasche die seltenen Metalle wiederzugewinnen. Das hilft der Umwelt, indem diese Metalle nicht weiter abgebaut werden. Es hilft der Wirtschaft, indem sie noch lange vorhanden sein werden, um wieder produzieren zu können. Die technologischen Innovationen sind ganz, ganz wichtig. In der Schweiz ist es auch schon gelungen, durch solche Innovationen, dass der Verbrauch von Ressourcen gedrosselt wurde, obwohl der Wirtschaftswachstum anhielt. Allerdings wird das dann global sicher nicht so sein, dass technologische Innovationen ausreichend sind. Nicht zuletzt gilt es auch zu schauen, wie konsumieren wir, was können wir hier noch beispielsweise tun. Wir haben mit den innovativen Technologien schon sehr viel erreicht. Es gibt aber noch viel, viel zu tun, damit wir nicht längerfristig den Ast absägen, auf dem die Menschheit sitzt. Und das kann nicht nur der Staat allein tun, das müssen wir alle tun.